Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur zweiten Lesung des Werkes Roms Ziele in Theorie und Praxis von Gustav Mix aus dem Jahre 1911. Was ich angefangen habe, wie ich letztes Mal erklärt hatte, weil mir dieses PDF oder der Link zu einem Buch auf jeden Fall irgendwie die Kenntnisnahme dieses Werkes wurde mir verschafft durch einen YouTube-Kommentar auf einem meiner Videos. Und so ist das im Grunde auch, wie der Heilige Geist arbeitet. Der schiebt einem solche Dinge unter, man schaut sich das an, man findet es interessant, weil der Heilige Geist sagt, ey, das ist interessant, lies das mal. Und nachdem ich vorher Doppelgesicht des Papsttums von James Edgar Wylie aus den 1850er Jahren durchgearbeitet hatte, ist diese Arbeit im Grunde eine Fortsetzung des Werkes von James Edgar Wylie. Das ist eigentlich das Schöne, wenn etwas in derselben Linie fortgeht. Wir erinnern uns ja auch, dass bei James Edgar Wylie ja auch viele Konkordate besprochen wurden. Nicht so intensiv wie hier, aber doch auch, da haben wir auch über Konkordate in Lateinamerika gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Und natürlich habe ich immer das deutsche Konkordat mit angeholt, das von 1933. Und eben ein Konkordat ist, wo wir uns von bewusst sein müssen, ein Staatsvertrag. Also ein Vertrag, den der bis dato wahrscheinlich unabhängige Staat dann mit dem Vatikanstaat eingeht oder mit der römisch-katholischen Kirche. Das ist ja die Frau, die das Tier reitet. Das Tier ist der vatikanische Staat, die Frau ist die römisch-katholische Kirche. Die zwei sind eins, weil das ist Staat und Kirche gemeinsam. Und wenn man da einen Vertrag mitschließt, dann ist man eben an diese Institution gebunden. Die Absicht der römisch-katholischen Kirche oder das Vatikan, wenn sie diese Konkordate, diese Staatsverträge schließt, ist dafür zu sorgen, dass die römisch-katholische Religion die einzige zugelassene Religion, unterstützte Religion, finanziell und auch sonst wie unterstützte Religion in dem Land ist. Das heißt nicht, dass alle anderen Religionen sofort verboten werden, aber man sorgt im Laufe der Zeit dafür, dass der römische Katholizismus alle anderen Religionen übernimmt, verdrängt oder aber infiltriert und übernimmt. Das beste Beispiel von infiltrieren und übernehmen ist ja wohl, was mit dem sogenannten Protestantismus passiert ist. Und wir hatten ja letztes Mal auch ausführlich über das Zweite Vatikanische Konzil, das ökumenische Konzil gesprochen, wo im Grunde ja der Protestantismus, der sich vor knapp 500 Jahren vom römischen Katholizismus abgesondert hat, seine Kapitulation erklärt hat. Und genauso ist das mit vielen anderen auch. In meiner augenblicklichen Buchlesung, die ich in Englisch auch mache, Vietnam, why did we go? Also Vietnam, warum sind wir gegangen? Ist es genau dasselbe. Alle diese Kriege haben einen religiösen Hintergrund und werden dann gekrönt mit zum Schluss, wenn nicht vorher, ja, so war es ja in Deutschland, da hat man vorher das Konkordat gemacht, 1933, und dann Krieg geführt. Bei anderen Ländern ist es auch oftmals andersrum, dass man erst Krieg führt und dann Konkordate macht oder wie auch immer. Jedenfalls läuft es immer darauf hinaus, einen Konkordat zu schließen, einen Staatsvertrag. Und mit diesem Staatsvertrag wird dann der Staat in den Augen der römisch-katholischen Kirche und in den Augen des Vatikan ein Staat de jure anstatt ein Staat de facto. Da habe ich schon öfters drüber gesprochen und das muss ich ja jetzt nicht mehr erklären, was da der Unterschied ist. Aber eben ein Staat de jure ist eben ein Staat, der von der römisch-katholischen Kirche nicht nur anerkannt ist, sondern eben der eben auch ihre Dogmen, ihre Gesetze übernimmt. Das heißt, alle zivilen Gesetze, die in dem Land gemacht werden, werden abgeglichen an das römisch-katholische kanonische Recht. So, das ist genau dasselbe, wie wenn Sie hier von den Mohammedanern die Scharia einführen würden. Da müssen auch alle Zivilgesetze an das muslimische Scharia-Gesetz angepasst werden oder in demselben Sinne sein. Sonst funktioniert das nicht. Und das verlangt eben die römisch-katholische Kirche mit ihren Konkordaten auch. Und die Konkordate erwähne ich deswegen, weil, wir sind im Augenblick noch in der Einleitung, aber weil ihr merken werdet, dass dieses Büchlein darauf hinausgeht, uns deutlich zu machen, dass eben die Kraft der römisch-katholischen Kirche hauptsächlich daherkommt, dass sie eben diese Konkordate hat. Ja? Deswegen ist ja auch der ganze Titel dieses Buches im Grunde Roms Ziele in Theorie und Praxis im Besonderen im Blick auf die Konkordate. Ne? Jetzt habe ich den Originaltitel natürlich nicht mehr ganz im Kopf.
Ich habe es ja hochgeladen auf meinem Archive. Rums Ziele in Theorie und Praxis, besonders in seinen Konkordaten, weil eben durch diese Konkordate das bestätigt wird, das zementiert wird, was Rom auf politischer Basis und missionarischer Basis vorher in diesen Ländern gemacht hat. Also, ich will mal sagen, das Kuckucksei, das gelegt wurde, schlüpft. Und dann schmeißt der Kuckuck die anderen Vögel aus dem Nest, um selbst überleben zu können. Und genau so ist die römisch-katholische Kirche auch. Tja, das war jetzt eine kleine Einleitung dazu, dass wir jetzt heute auf Seite 3 in diesem PDF weitermachen. Wir hatten letztes Mal abgeschlossen mit einem sehr interessanten Satz. Und den möchte ich auch eben nochmal vorlesen zur Wiederholung, dass wir uns ein wenig einarbeiten. Ich werde ihn nicht besonders kommentieren, das habe ich letztes Mal bereits gemacht. Aber der Autor sagt hier im letzten Satz auf Seite 2, man lese die Zusammenstellung der entsprechenden päpstlichen Erlasse bei Hönsbrech. Ne? Päpstliche Erlasse sind ja auch nichts anderes als Gesetze, die die römisch-katholische Kirche durch den Papst ausgibt. Sind es Breven, sind es Syllaben, sind es Bullen? Das spielt alle keine Rolle. Das sind alles päpstliche Erlasse, bei Hönsbrech in seinem Werk aufgeführt. Und zwar hatte ich damals ja auch gesagt, es gibt ja auch noch andere Bücher, die das aufführen, von Schubert zum Beispiel, von Krüger und so weiter. Das ist hier dann auch noch als Brunnen aufgeführt in der Fußnote. Also man lese die Zusammenstellung der entsprechenden päpstlichen Erlasse bei Hönsbrech. Wichtiger und notwendiger aber scheint der Nachweis zu sein, dass Rom dies auch heute noch als letztes Ziel mit zäher Ausdauer festhält. Doppelpunkt. Was hält Rom auch heute noch als letztes, oberstes, wichtigstes Ziel mit zäher Ausdauer fest? Weil Rom ist sempre adem, verändert sich nicht. Absolute, unumschränkte Herrschaft der römischen Kirche über die ganze Welt. Und zwar Weltherrschaft nicht nur im religiösen Sinne, sondern auch und vor allem in sozial-kultureller und staatlich-politischer Hinsicht. Mit diesem Satz hatten wir letztes Mal abgeschlossen und heute werden wir hier weiterfahren, wo der Autor sagt, eine religiöse Weltherrschaft in dem Sinne, dass die Religion, das heißt das Verhältnis der Menschenseele zu ihrem Gott, die beherrschende Macht im Leben aller Menschen werde, ist ja das letzte Ziel auch des ursprünglichen Christentums. Die Aussage ist so natürlich richtig, nur die römisch-katholische Kirche, das antichristliche System, in dem wir hier auf dieser fleischlichen Erde leben, machte das auch ohne Rücksicht auf deine Zustimmung, weil die römisch-katholische Kirche dich vor die Wahl stellt, konvertiere oder stirb. Und das bezieht sich dann aber eben auch nur auf das materielle Leben hier auf dieser Erde. Ja? Wenn du als bibelgläubiger Christ oder ein andersgläubiger als der römisch-katholischen Kirche, Gläubiger der römisch-katholischen Kirche ihren Gehorsam verweigerst, dann wirst du hier in diesem Leben damit bestraft. Wenn du ein bibelgläubiger Christ bist und du stirbst im Grunde für Jesus Christus, weil du ihn bekennst und sagst, ich konvertiere nicht zum satanischen Katholizismus, weil ich an dem wahren Jesus Christus und dem wahren Elohim im Himmel festhalte, dann wirst du von dem Vater belohnt, von seinem Königreich zutreten zu können, wenn dieses irdische Leben hier vorbei ist. Wenn du der römisch-katholischen Kirche beitrittst, dann verlierst du eben genau dieses ewige Leben. So. Und da muss man eben einen kleinen Unterschied machen. Eine religiöse Weltherrschaft in dem Sinne, wie der Autor sagt, dass die Religion, das heißt das Verhältnis der Menschenseele zu ihrem Gott, die beherrschende Macht im Leben aller Menschen werde, ist das letzte Ziel auch des ursprünglichen Christentums. Ja, wenn es um das ewige Leben geht, bei der römisch-katholischen Kirche ist es so, dass sie sich absichtlich ins Verderben ziehen will, weil sie eben die Kirche des Antichristen, weil sie die Kirche des Teufels ist und eben von daher die Erlösung, die sie dir verspricht, niemals bieten kann. Sie bietet dir ein irdisches Leben, aber wird dich auf Ewigkeit in die Verdammnis schicken. Und Gott sagt, wenn du dein irdisches Leben niederlegst, auch für mich,
dann werde ich dich mit der Krone des ewigen Lebens belohnen. Das ist eben der große Unterschied. Und deswegen würde ich sagen, diesen Satz, wie er Autor ihn hier geschrieben hat, den muss man ein paar Mal lesen, um ihn gut zu verstehen und auch sicherlich verkehrt zu interpretieren. Natürlich will unser Gott auch über uns herrschen, und herrschen kann man nur, wenn wir gehorchen, ja? Weil Gehorsam ist die höchste Form der Anbetung. Deswegen haben wir ja im Augenblick diese Agenda hier auf dieser Welt, wo man eben dem Staat und dem Menschen mehr gehorchen soll als dem Gott der Bibel, durchgedrückt mit Agenten wie Viren und all solchen ganzen Sachen, was auch immer noch kommt. Da wird nur unser Glaube, da wird nur unsere Treue zu unserem Herrn wird damit getestet. Das sagen sie euch dann natürlich nicht mit bei. Aber das ist natürlich genau der Punkt. Und der Gott im Himmel möchte natürlich Leute haben oder Menschen haben, in seinem Königreich haben, die eben ihm dienen und niemand anders. Das war schon immer so. Die Fälle, wie oft die Israeliten oder auch die Juden später, als Israel ja bereits zerstört war, die ersten 10 Stämme und nur Judäa noch übrig blieb, wie oft die von den Regeln des wahren Gottes weggelaufen sind. Ja, das kann man ja gerne mal versuchen zu zählen, aber das sind schon viele, viele, viele Male. Und das hat dann letztendlich eben dazu geführt, dass wir durch Erwählung errettet werden, durch den Vater, und diejenigen, die er erwählt hat, die werden dann eben auch errettet. Und das ist das Ziel des Christentums, jeden zu erretten, jedes der Schafe, das irgendwie vom Weg abgekommen ist, zurückzufinden. Deswegen ja auch diese Lesungen und diese Videos, um da eben dafür zu sorgen, dass wir so viel wie möglich Katholiken und andere Heiden erreichen und denen eine Alternative bieten zu dem weltlichen Leben, das ihnen hier geboten wird, um zu sagen von, guck, das weltliche Leben hier ist gar nicht so wichtig, konzentriere dich besser auf das geistige Leben nach diesem weltlichen Leben, das kommt, dass du eben nicht nur die paar Jahre hier auf dieser Erde hast, sondern dass du in Ewigkeit mit deinem Schöpfer leben kannst. Das ist im Grunde das Ziel des ursprünglichen Christentums. Ja, Menschen zu sich zu holen, um sie aus der Lüge heraus in die Wahrheit zu holen und ihnen aufzuzeigen, dass dieses materielle Leben auf dieser Welt im Grunde wertlos ist und das wirklich erstrebenswerte Leben im Grunde erst nach dem Tod beginnt. Also hätte ich diesen Satz anders formuliert, aber er ist natürlich nicht falsch formuliert. Na? Aber gehen wir mal weiter, wir haben ja mehr als einen Satz zu lesen heute. So erstrebt auch das evangelische Christentum nichts anderes, als die ganze Welt Gott zu Füßen zu legen durch Aufrichtung der Gottesherrschaft in jedem einzelnen Menschenherzen. Ja, jetzt fährt er hier wieder zu. Das evangelische Christentum kann so viel erstreben, wie es will. Es wird immer der Wille Gottes geschehen. Ja? Gott im Himmel ist derjenige, der alles geschaffen hat. Ihm gehört die Erde, alles, was darin ist. Ja, was er geschaffen hat, das ist alles seins, und er wird eben mit denjenigen, die nicht rebellieren gegen ihn, weitergehen, und diejenigen, die rebellieren gegen ihn, die werden dafür bestraft werden. Das evangelische Christentum erstrebt nichts anderes, als die ganze Welt Gott zu Füßen zu legen, durch Aufrichtung der Gottesherrschaft in jedem einzelnen Menschenherzen. Diesen Satz unterschreibe ich so nicht ganz, weil das evangelische Christentum das ja auch nur machen kann, durch die Leute zum Wort Gottes zu führen. Und da ist eben der Unterschied. Wenn man über diesen Satz drüber liest, dann kann man das ja leicht so verstehen von, ja, wahre Christen gebrauchen auch Gewalt oder Druckmittel oder was auch immer. Und das tun sie eben nicht. Wahre Christen gebrauchen nur das Wort Gottes. Das ist der Unterschied mit dem antichristlichen System. Das gebraucht Druck, das gebraucht Gewalt, das gebraucht Folter, das gebraucht Unterdrückung, das gebraucht Kriege, das gebraucht Verfolgung, das gebraucht Inquisition, um ihre Ziele zu erreichen. Etwas ganz anderes, als das evangelische Christentum das tut. Und außerdem, das evangelische Christentum ist auch so ein Ausdruck, von dem distanziere ich mich ein wenig, weil was das evangelische Christentum heutzutage in der Welt präsentiert, was das evangelische Christentum heutzutage in der Welt präsentiert, hat ja nichts mit dem Folgen des Gottes der Bibel zu tun und dem Folgen seiner Gebote, wie Jesus Christus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Wir müssen sehen, dass die wahre Kirche Gottes eine sehr, sehr kleine Gemeinschaft ist und dass die
durch die Wiedergeburt automatisch in ihrem Herzen beschnitten sind und automatisch es sie zu Gott hinzieht. Da brauchen sie keine Kirche oder keinen Pastor oder was hier auf dieser Welt. Und das Christentum erstrebt nichts anderes, als die ganze Welt Gott zu Füßen zu legen. Die ganze Welt liegt Gott bereits zu Füßen. Ja, die muss man ihm nicht zu Füßen legen. Wir haben mit unserer Erlösung nichts zu tun. Und ein solcher Satz suggeriert ein wenig, als ob wir tatsächlich irgendetwas dazu beitragen könnten, um Gott zu befriedigen. Das können wir nicht. Das können wir nicht. Wir haben keine Möglichkeit, um Gott zufriedenzustellen. Das Einzige, was wir machen können, ist sein Geschenk der Gnade akzeptieren. Und aufgrund seiner Gnade dann probieren, nach seinen Regeln oder seinen Geboten eben zu leben. Ja? Und dann gibt er uns automatisch die Krone des ewigen Lebens. Aber wir können ihm die Erde nicht zu Füßen legen. Wir können durch keinerlei Werke irgendetwas schaffen, was Gott beeindruckt, weil Gott ist kein Respektierer von Personen. Ja? Also man muss solche Sätze immer mit einem Körnchen Salz nehmen, wenn man sie dann liest. Dann fährt der Autor hier fort und sagt, aber die evangelische Kirche ordnet sich diesem letzten, höchsten Ziel, dem Reiche Gottes, demütig unter, indem sie sich begnügt mit der bescheidenen Rolle der dienenden Magd, die die Reichsgenossen immer näher herzuzuführen hat. Die katholische Kirche dagegen identifiziert sich selbst in ihrer gegenwärtigen empirischen Gestalt mit dem letzten Ziel, dem Reiche Gottes, und erhebt darum den Anspruch, dass außerhalb ihrer äußerlich greifbaren Umfriedung niemand selig werden kann. Da hatten wir ja in der Vergangenheit bereits deutlich genug drüber gesprochen, unter anderem in der Bulle Unam Sanctam, ne, wo der Papst Boniface VIII. Bereits 1302 geschrieben hat, und zwar mit einer Bulle, das heißt die höchstliche schriftliche Autorität, die ein Papst rausbringen kann, dass es nötig ist, für die Seligwerdung einer jeden menschlichen Seele Subjekt des römischen Pontiff zu sein. So. Und das ist ja nun eben nicht so, wie wir wissen. Und die evangelische Kirche, von der hier geschrieben wird, ist auch nicht viel besser schlussendlich, weil auch diese evangelische Kirche ist inzwischen Rom zugetreten. Sie ist eine Tochter der Mutter von Rom. Ja? Also Rom ist die Mutter, die Hure Babylons, und die hat viele Töchter, unter anderem die ganzen evangelischen Kirchen. Also, es heißt hier tatsächlich, aber die evangelische Kirche äußert sich dem letzten, höchsten Ziel, dem Reiche Gottes, demütig unter, indem sie sich begnügt mit der bescheidenen Rolle der dienenden Magd, die die Reichsgenossen immer näher herzuzuführen hat. Ja? Also, mit anderen Worten, die evangelische Kirche ordnet sich dem Ziel des wahren Gottes unter, indem sie als dienende Magd eben immer mehr Reichsgenossen, also Deutsche hier, zuführt zum wahren Gott. Das vielleicht im 19. Jahrhundert noch ein bisschen hier und da der Fall war, aber sicher nicht mehr im 20. Jahrhundert. Und dieses Buch wurde ja Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben. Und da waren die sogenannten evangelischen Kirchen ja schon sehr, sehr stark unterwandert. Das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Also, ich finde, der Autor schreibt das hier natürlich aus einer Sicht heraus, die ein wenig die Bibel zu sehr außer Acht lässt. Ich möchte es mal eben so sagen. Der Autor ist ja selbst Pastor gewesen. Und wahrscheinlich kommt daher auch sein Verständnis, dass man eben in einer Kirche sein muss, um eben auch die richtige Lehre Gottes zu bekommen. Und wir als gottesfürchtige, Jesus folgende, bibeltreue Christen wissen, dass in keiner großen Kirche, keiner großen Kongregation Hilfe zur Erlösung zu finden ist. Weil je mehr Menschen da versammelt sind, desto mehr Irrtum sich da eben auch einfindet. Und das muss man alles berücksichtigen, wenn man solche Dinge wie hier liest. Die katholische Kirche dagegen identifiziert sich selbst in ihrer gegenwärtigen empirischen Gestalt mit dem letzten Ziel, dem Reiche Gottes. Wobei wir eben verstehen müssen, dass wir nicht über denselben Gott sprechen.
und erhebt darum den Anspruch, dass außerhalb ihrer äußerlich greifbaren Umfriedung niemand selig werden kann. Ja, erst wenn man verstanden hat, dass die römisch-katholische Kirche von einem anderen Gott spricht als dem Elohim der Bibel, dann fängt das an, Sinn zu machen. Das wollte ich hier jetzt mit diesen Erklärungen auch deutlich machen. Der Autor fährt fort und sagt, bekanntlich wird das auch in dem erst 1905 erschienenen Einheitskatechismus Pius X. mit nackten, dürren Worten ausgesprochen. Ne? Also Katechismus ist ja etwas bekannt. Ihr wisst ja, dass der ursprüngliche Katechismus der lutheranische Katechismus war. Da gab es von Luther den kleinen und den großen Katechismus. Und die römisch-katholische Kirche hat im Nachhinein dann auch einen Katechismus erstellt. Und der wird dann auch hier und da öfter mal angepasst. Hier in diesem Fall durch Antichrist Pius X. mit nackten, dürren Worten ausgesprochen, Zitat, außerhalb der katholischen, apostolischen, römischen Kirche kann niemand selig werden, wie niemand aus der Sintflut gerettet wurde, außerhalb der Arche Noahs, die ein Vorbild der Kirche war. Also die römisch-katholische Kirche assoziiert sich hier wieder mit der wahren Kirche. Die römisch-katholische Kirche sagt auch, es kann niemand Gott im Himmel zum Vater haben, wer nicht die römisch-katholische Kirche zur Mutter hat. Und das ist ein ganz, ganz großer Irrtum, den leider viele Leute aufgesessen sind. Und hier steht halt im Katechismus, dass man eben nur gerettet werden kann, wenn man innerhalb der römisch-katholischen Kirche ist. Das ist ein Problem, weil die römisch-katholische Kirche ist kein Christentum. Die römisch-katholische Kirche ist nicht gottesfürchtig nach Elohim, sondern sie ist die Synagoge Satans. Wer sich davon solchen Worten einfangen lässt, der kommt leider in wirklich wahr Teufelsküche. Dieses Zitat kommt übrigens aus der Übersetzung von Stieglitz, Kempten und Münden, erschien 1906 auf Seite 94 in dem Buch. Also in dem Buch des Einheitskatechismus von Pius X. Allerdings wird im unmittelbaren Anschluss an diese Sentenz allen denen, die sich etwa ohne Grund oder im guten Glauben außerhalb der Kirche befinden, sofern sie getauft sind oder wenigstens das Verlangen danach im Herzen tragen und außerdem aufrichtig die Wahrheit suchen und den Willen Gottes nach Kräften vollbringen, die Möglichkeit, selig zu werden, zugestanden. Sie sind auf dem Wege des Heils. Ja? Mehr oder weniger kann in der römisch-katholischen Kirche jeder gerettet werden. Aber dies scheinbare Zugeständnis kann, wie ich in der Wartburg 1906, das ist eine Zeitschrift, die da regelmäßig rausgebracht wurde, wo der Autor auch zu beigetragen hat, Seite 226 fortfolgende eingehend nachgewiesen habe, seinen Zweck, Andersgläubigen die katholische Kirche versöhnlich erscheinen zu lassen, nicht erreichen. Dies scheinbare Zugeständnis kann seinen Zweck, Andersgläubigen die katholische Kirche versöhnlich erscheinen zu lassen, nicht erreichen. Der Anspruch der katholischen Kirche, die allein Seligmachende zu sein, ist in dem ganzen römischen System viel zu fest verankert, als dass er eine wirkliche Abschwächung zuließe. Es wird genügen, wenn ich an dieser Stelle auf Folgendes hinweise. Nach dem Einheitskatechismus Antichrist Papst Pius X. ist es nicht genug, zum Seligwerden überhaupt ein Glied der katholischen Kirche zu sein. Man muss auch ein lebendiges Glied sein, auf Seite 94. Lebendige Glieder sind aber nur die Gerechten, das heißt, die wirklich in der Gnade Gottes sind. Das heißt, in der Gnade des Gottes, des selbsternannten Gottes, des Papstes der römisch-katholischen Kirche. Nun sind aber alle diejenigen ohne die Gnade Gottes, die sich im Stand der Todsünde befinden. Ja, Todsünde bin ich auch früher schon drauf eingegangen, ist wieder ein anderer Fall. Und in den Stand der Gnade gelangt man nach begangener Todsünde nur durch das Bußsakrament. Das Bußsakrament ist allen zur Seligkeit notwendig, die nach der Taufe eine schwere Sünde begangen haben. So, jetzt lass uns da noch mal eben kurz drüber nachdenken. Das Bußsakrament ist allen zur Seligkeit notwendig, die nach der Taufe eine schwere Sünde begangen haben. Die römisch-katholische Kirche propagiert die Kindstaufe. Das heißt, ein neugeborenes Kind wird innerhalb der ersten Wochen nach der Geburt getauft.
da kann ein Kind noch gar nicht sündigen, weil ein Kind kann noch gar nichts machen. Das Kind kennt die Gesetze nicht. Und wie Paulus sagte, wenn ich das Gesetz nicht gekannt hätte, dann kannte ich die Sünde nicht. Und die Übertretung des Gesetzes ist Sünde. Also ich kann erst sündigen, wenn ich das Gesetz kenne. Ein Kind kennt das aber nicht. Das heißt, mit anderen Worten, ich werde zwar als Kind in der römisch-katholischen Kirche getauft, danach werde ich in dieses Leben entlassen, sage ich jetzt mal, und da werde ich wie jeder andere Mensch sündigen. Ja, es gibt keinen Menschen, der nicht gesündigt hat, außer Jesus Christus, der einzige Mensch war, der jemals diese Erde bewandelt hat bis jetzt, der niemals gesündigt hat. Ansonsten sind wir alle Sünder. Wir sind alle geboren in Übertretungen und Sünde. Wir sind alle geboren und kommen zu kurz an der Glorie, an der Herrlichkeit unseres Herrn. So steht es geschrieben. Für die römisch-katholische Kirche muss man also dann das Bußsakrament gebrauchen, um die Seligkeit zu erreichen, weil eben nach der Taufe schwere Sünden begangen werden. Das sage ich jetzt mal so. Die werden begangen. Jeder begeht Sünde. Ja, wir sind nun mal sündige Menschen. Wir sind in der Sünde, sind wir in dieser Welt gefangen. Ja, durch das Fleisch sind wir in der Sünde hier gefangen. Das heißt also mit anderen Worten, das Bußsakrament ist zur Seligkeit notwendig. Überhaupt die Sakramente sind notwendig, um überhaupt die Seligkeit zu erlangen. Was sind aber jetzt die Sakramente? Ja, die Sakramente sind Werke. Und damit lehrt eben die römisch-katholische Kirche 180 Grad umgedreht das, was die Bibel lehrt. Nämlich, die römisch-katholische Kirche sagt, du brauchst die Sakramente, um Seligkeit zu erlangen. Das heißt, du musst Werke tun, du musst getauft sein, du musst das Bußsakrament folgen, du musst heiraten, du musst dies, du musst das, du musst all die sieben Sakramente folgen, wobei eben ganz wichtig eben auch die Eucharistie ist. Ja? Das ist ja der Pfeiler, auf der die römisch-katholische Kirche aufgebaut ist. Du musst die Eucharistie nehmen im vollen Umfange, wie es Tridentiner Konzil bestimmt, dass in dem Stück Brot das Fleisch und das Blut und die Seele und die Göttlichkeit und Menschlichkeit Jesu Christi vertreten ist, und zwar voll und ganz. Das Brot ist verwandelt in Jesus Christus und den musst du essen und das musst du glauben, sonst bist du nicht in voller Kommunion mit der römisch-katholischen Kirche. Sonst nimmst du eben nicht an diesem Eucharistie-Sakrament teil, ja, an dem Sakrament des Abendmahls, der Kommunion, wie das eben auch heißt, was nach römisch-katholischer Tradition etwas ganz anderes als das, was die Bibel vorschreibt. Das heißt, du musst diese Werke machen, um Seligkeit zu erreichen. Und in der Bibel steht ganz deutlich darin, dass man durch Gnade errettet ist und das nicht durch Werke, auf das niemand sich rühme. Also kein einziges Werk, kein einziges Sakrament kann mir die Seligkeit verleihen, die mir Gott verleiht, dadurch, dass ich an ihn glaube, den Glauben bekenne und den Glauben auch lebe und dass ich eben durch seine Gnade dann errettet bin. Ich habe da gar nichts mit zu tun. Bei der römisch-katholischen Kirche ist es umgekehrt. Die Bibel sagt, wir sind errettet durch die Gnade Gottes, ohne unser eigenes Zutun. Und die römisch-katholische Kirche sagt, du kannst nur errettet werden, wenn du das und das und das getan hast. Also genau das Gegenteil. Werksseligkeit, sage ich jetzt mal. Ja, Werks von Werke, Arbeit. Ja, also Taten. Durch deine Taten kannst du erst Seligkeit erlangen in der römisch-katholischen Kirche. Ganz anders als was die Bibel lehrt. Und das ist dann hier nochmal ganz deutlich gemacht auf Seite 193 in dem Einheitskatechismus von Antichrist Pius X. Das Bußsakrament ist allen zur Seligkeit notwendig, die nach der Taufe eine schwere Sünde begangen haben. Und was ist dann das Bußsakrament? Da nun aber das Bußsakrament nur innerhalb der katholischen Kirche gültig verwaltet werden kann, so ist es völlig ausgeschlossen, dass jemand außer ihr ein lebendiges Glied der Kirche und somit selig wird. Was ist das Bußsakrament? Zur Buße gehen, zur Beichte gehen, in den Beichtstuhl gehen und sich durch wieder Werke, nämlich Rosenkränze, Gebete zu Maria und so weiter, Seligkeit zu erarbeiten, die einem geschenkt wird durch Gott, die man nicht sich erarbeiten muss. Das ist eben der Unterschied in diesen zwei Pfeilern. Nennen wir es mal die römisch-katholische, der satanische Pfeiler und der göttliche Pfeiler.
Bei Gott, beim wahren Gott, muss ich da nichts für tun, muss ich nur sein Geschenk akzeptieren. Bei der römisch-katholischen Kirche muss ich arbeiten für meine Seligkeit. Muss ich Sakramente erfüllen, unter anderem eben das Bußsakrament. Dass in diesem Zusammenhang, fährt der Autor fort, dass, Zitat, ohne eigene Schuld oder im guten Glauben, Ende Zitat, es keine Stätte hat, liegt auf der Hand. Ne? Dass in diesem Zusammenhang, dass ohne eigene Schuld und oder im guten Glauben keine Stätte hat, liegt auf der Hand. Macht man mit dem Gedanken ernst, so hebt er den Begriff der Ketzerei einfach auf. Denn guten Glaubens sind die Ketzer doch ohne Zweifel alle, also Ketzer aus der Sicht der römisch-katholischen Kirche, ja? Soweit es ihnen überhaupt ernst ist mit ihrem Christentum. Alle anderen aber, die Gleichgültigen und geistig Toten, kommen überhaupt nicht in Frage, da sie, wie oben bemerkt, in der katholischen Kirche ebenso wenig selig werden wie außer ihr. Auch genügt es ja keineswegs, Zitat, allgemein und unbewusst alle Glaubenswahrheiten anzunehmen, denn es gibt manche Wahrheiten, manche, welche alle ausdrücklich und im Einzelnen notwendig glauben müssen, zum Beispiel die Einheit und Dreieinigkeit Gottes, also die Trinität, die Menschwerdung und den Tod des Erlösers. Ende Zitat. Schließlich aber, und das ist der springende Punkt, wird den Andersgläubigen auch in einem angeführten scheinbar so weitherzigen Satze doch nur zugestanden, dass sie auf dem Wege des Heils sind. Diese Wendung kann aber nach alledem doch nur den Sinn haben, sie sind auf dem Wege zur katholischen Kirche. Selig werden sie natürlich nur, wenn sie auch den letzten Schritt auf diesem Wege getan haben, das heißt, in den Schoß der allein selig machenden Kirche zurückgekehrt sind. Mit anderen Worten, wenn die Menschen die volle Kommunion mit Rom teilen, wenn ich mit Haut und Haar mich der römisch-katholischen Kirche unterwerfe, nur dann bin ich auf dem Weg des wahren Heils. Ja? Solange ich das noch nicht tue, bin ich auf dem Weg des Heils. Aber da kann ja viel passieren. Ne? Von dem Weg kann man ja auch runtergeschubst werden. Man kann inzwischen sein Leben verlieren. Man war auf dem Weg des Heils, jetzt hat man es aber leider doch nie erreicht. Ja? Bei der römisch-katholischen Kirche werde ich nur selig, wenn ich auch den allerletzten Schritt mache auf diesem Wege. Das heißt, wenn ich mich 100% der allein selig machenden Kirche unterwerfe. Nur dann bin ich selig nach römisch-katholischem Verständnis. Es ist also die empirische katholische Kirche tatsächlich, so ist also die empirische katholische Kirche tatsächlich identisch mit Gottes Reich. Ja, sie tritt geradezu an Gottes Stelle. Das ist ja der ganze Punkt. Gottes Reich ist unsichtbar, geistig und die römisch-katholische Kirche richtet eben dieses Reich hier im Materiellen auf dieser Erde auf, was Gott nicht tut. Und daran sieht man eben, dass wir zwei verschiedene Götter haben, wenn wir von Katholizismus und von wahrem Christentum sprechen. Gottes Reich ist überall da, wo Gott das Regiment führt in Menschenherzen. So ist es echt katholisch, hier für Gott die Kirche einzusetzen. Gottes Reich ist da, wo die Kirche regiert. Ihr ist der Gläubige in all und jeder Hinsicht unbedingten Gehorsam schuldig. Und das kennen wir ja schon. Kadavergehorsam kennen wir von den Jesuiten. Ihr erinnert euch daran sicher. Na? Der Gläubige ist in aller und jeder Hinsicht der Kirche unbedingten Gehorsam schuldig. Unbedingt. Ohne Einwände. Ohne eigenes Gewissen. Ohne irgendwelche Fragen zu stellen, ohne irgendwelche geistigen Vorbehalte davor zu setzen. Ja? Mit Haut und Haaren, wie man auch so schön sagt, muss ich mich der römisch-katholischen Kirche verkaufen. Dann bin ich in dem Gottesreich der römisch-katholischen Kirche. Und erst nach meinem Tod, spätestens dann, werde ich feststellen, dass ich einem falschen Gott auf den Leim gegangen bin. Ja? Ihr ist der Gläubige in all und jeder Hinsicht unbedingten Gehorsam schuldig. Das heißt doch, hier muss man doch ganz deutlich als Mensch die Wahl treffen. Wem gehorche ich? Gott
oder dem Menschen? Gehorche ich dem, was Gott durch die Bibel, durch sein Wort mir sagt? Oder gehorche ich dem, was der Papst und die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche mir in dieser materiellen Welt sagt? Das ist die Frage, die ich mir stellen muss. Das ist genau die Frage, die uns unser ganzes Leben lang mehr oder weniger wirklich beschäftigen sollte. Wem gehorche ich? Dem Gott der Bibel oder dem Gott dieser Welt? Wobei ich jetzt hier als Gott diesen Welt natürlich den nehme, der in der Bibel bezeichnet ist, Satan ist der Gott dieser Welt, weil die Menschen ihm gehorchen. Aber unbedingter Gehorsam ist für Satan genauso wichtig wie für Gott. Satan, der Teufel, lässt niemanden am Leben, der ihm nicht gehorcht. Ganz wichtiger Punkt. Ne? Entweder folge ich der römisch-katholischen Kirche oder ich sterbe durch die Hand der römisch-katholischen Kirche. Denn die Gewalt, fährt der Autor fort, die Gewalt, Gebote zu geben, hat die Kirche von Jesus Christus selbst. Wer deshalb der Kirche nicht gehorcht, der gehorcht Gott selber nicht. Das steht im Einheitskatechismus auf Seite 29. Hier maßt sich die Kirche eben Gott zu sein an. Der Papst maßt sich hier an, er ist Gott. Und da hatten wir ja auch in Martin Luthers Buch über wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, Matthäus 16, Matthäus 18 und so weiter, gründlich genug darüber gesprochen, dass der Papst, der Bischof von Rom, hier die Macht Gottes usurpiert, an sich reißt und den Menschen sagt, ich bin hier Gott auf Erden, mir müsst ihr gehorchen und nicht dem Gott im Himmel. Und da macht es das eigentlich für jeden bibelgläubigen Christen ganz einfach. Wem gehorche ich? Dem Menschen oder Gott? Denn die Gewalt, Gebote zu geben, hat die Kirche von Jesus Christus selbst, behauptet sie. Wer deshalb der Kirche nicht gehorcht, der gehorcht Gott selber nicht. Das Problem ist aber, die Gebote, die die römisch-katholische Kirche ausgibt, sind im Streit mit den Geboten, die Jesus Christus ausgegeben hat. Und da ist halt wieder die Frage, die ich mir stellen muss. Wem gehorche ich? Die Kirche aber, der man solchen Gehorsam schuldig ist, ist einzig und allein die römische Hierarchie mit dem Papst an der Spitze. Da ist nicht die Sprache von Gott, dem Vater im Himmel und Jesus Christus, der zu Rechten auf dem Thron des Vaters im Himmel sitzt, sondern hier ist die Sprache von der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche, der Kurie und dem Papst an der Spitze. Zitat: Unter den Gliedern nämlich, welche die Kirche bilden, ist ein sehr bedeutender Unterschied. Denn es gibt solche, die gebieten und solche, die gehorchen. Solche, die lehren und solche, die belehrt werden. Ende Zitat. Und Zitat, die Ausübung dieser Gewalten nämlich, des Lehrens, der Sakramentsverwaltung und des Gebietens gebührt einzig dem hierarchischen Stande, nämlich dem Papst und den ihn untergeordneten Bischöfen. Ende Zitat. Auf Seite 98 dieses Katechismus. Wo ist denn da Gott? Bitteschön. Man findet in dem Katechismus Gott nicht. Man findet immer nur den Papst und die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche. Der Papst aber hat die größte unter allen Würden auf Erden und sie verleiht ihm die höchste und unmittelbare Gewalt über alle Hirten und Gläubigen. Das ist total unbiblisch. Jesus Christus hat gesagt, er ist das Haupt der Kirche und wir sind alle Brüder und Schwestern. Unter uns gibt es keine Hierarchie. Und auf Seite 99 in diesem Einheitskatechismus von Papst Pius X. steht drin, der Papst aber hat die größte unter allen Würden auf Erden. Welche Würde gibt uns denn der Gott des Himmels? Und diese größte Würde auf Erden verleiht ihm die höchste und unmittelbare Gewalt über alle Hirten und Gläubigen. Das finden wir so in der Bibel nicht zurück. Außer natürlich, ich folge der falschen Erklärung, Bibelerklärung der römisch-katholischen Kirche. Ja,
Im Grunde auch über die Andersgläubigen, wie weiter unten gezeigt werden wird. Also, nochmal, der Papst aber hat die größte unter allen Würden auf Erden und diese Würde verleiht ihm die höchste und unmittelbare Gewalt über alle Hirten und Gläubigen, ja auch über die Andersgläubigen, wie weiter unten noch gezeigt werden wird und wie wir ja gerade eben vorher auch schon besprochen haben. Dass dementsprechend zumindest alle Gläubigen, Zitat, verpflichtet sind, die lehrende Kirche zu hören unter Strafe der ewigen Verdammnis, Ende Zitat, und dass sie ihrem Bischof in allem, was sich auf die Seelsorge und geistliche Regierung der Kirche bezieht, gehorsam zu erweisen haben, Ende Zitat, versteht sich danach von selbst. Also, der Kirche und der Hierarchie gehorchen, den Papst, den Bischöfen und Kardinälen, anstatt den Gott im Vater. Hier haben wir also in klassischer Form den Gedanken der religiösen Weltherrschaft im Sinne hierarchischer Bevormundung aller Gläubigen. Wie weit übrigens dieser Anspruch Roms auf Unterwerfung aller selbstständigen Willensregungen bei seinen Gläubigen geht, kann man aus der Ansprache Antichrist Leos XIII. An die irländischen Pilger vom 21. Februar 1893 entnehmen, in der es unter anderem heißt, Zitat, möge das tiefste Verlangen in euren Seelen dieses sein, dass ihr eure Gedanken, eure Entschließungen mit dem Unsrigen vereinigt. Nicht nur unsere offenbaren Befehle, sondern auch unsere Wünsche und Ratschläge mögen euch heilig sein. Denn, und das setze ich jetzt in Anführungszeichen, Christus selber gibt sie euch durch seinen Stellvertreter. Christus gibt dem Papst Gunnischt. Der Papst maßt sich Dinge an und behauptet, er bekommt sie von Jesus Christus. Er bekommt da aber nichts von. Nicht nur unsere offenbaren Befehle, sondern auch unsere Wünsche und Ratschläge mögen euch heilig sein. Denn Christus selber gibt sie durch seinen Stellvertreter. Und zwar soll das, wie derselbe Leo in seiner Ansprache an die italienischen Pilger am 17. Februar 1893 ausdrücklich betonte, in allen Stücken geschehen. Zitat. Unser Wort soll also die Richtschnur eures Verhaltens sein. Wobei für jeden bibelgläubigen Christen deutlich ist, dass nur das Wort Gottes, also die Bibel, die Richtschnur unseres Verhaltens ist. Ja? Hier lehrt Leo der 13. unser Wort, also das Wort der Päpste, der Antichristen und der Kurie, der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche, soll die Richtschnur unseres Verhaltens sein. Sei es im Bereich der Ideen, sei es im Bereich der äußeren Tätigkeiten. Also nach dem Motto, sei es im geistigen oder im materiellen Bereich. Beide Zitate kann man nachlesen bei Eberle, der Ultramontanismus in Feldkirch 1904 erschien auf Seite 53. Falls aber jemand glauben sollte, bei einer so umfassenden Gehorsamsverpflichtung möchte es wohl schon genug sein, wenn man sich nur überhaupt stumm unterwerfe, ohne wirklich immer mit ganzem Herzen dabei zu sein, so wäre er sehr im Irrtum. Sehr im Irrtum. Man kann nicht so tun, als ob, heißt es mit anderen Worten in diesem langen Satz. Falls aber jemand glauben sollte, bei einer so umfassenden Gehorsamverpflichtung möchte es wohl schon genug sein, wenn man sich nur überhaupt stumm unterwerfe, ohne wirklich mit dem ganzen Herzen dabei zu sein, das wäre sehr im Irrtum. Man kann sich nicht stumm unterwerfen. Antichrist Leos der 13. Rundschreiben Prae Clara Gratulationis vom 28. Juni 1894 ermahnt die Katholiken also, Zitat, vor allem mögen sie sich zum obersten Gesetze machen, dass man dem Lehramte und der Autorität der Kirche nicht engherzig und misstrauisch, sondern von ganzem Herzen und bereitwillig gehorchen müsse. Ende Zitat. Was Antichrist Papst Pius X. in seinem neuen Syllabus vom Jahre 1907 in Satz 7 verlangt,
dass nämlich die Gläubigen den von der Kirche ausgesprochenen Urteilen auch innerlich zustimmen müssen, ist also im Grunde nichts Neues. Die katholische Kirche hat auch schon früher darauf bestanden, dass ihre Gläubigen nicht nur in schweigendem Gehorsam wieder die eigene bisherige bessere Überzeugung sich unterwarfen. Es war auch schon früher so, wie Warmund in seiner Schrift »Katholische Weltanschauung und freie Wissenschaft«, erschienen bei Lehmann München 1908, im Hinblick auf diesen Satz 7 des neuen Syllabus schreibt, Zitat: »Es genügt nicht, sich den Ausgeburten eines hierarchischen Despotismus in der Tugend des Gehorsams stumm zu unterwerfen. Es genügt nicht, zu schweigen und seine eigene bessere Überzeugung in der Brust zu verschließen. Man muss auch diese Überzeugung selbst noch in Trümmer schlagen. Man muss sie zwingen, das Weiße schwarz und das Feuer kalt zu nennen. Man muss die Fesseln nicht bloß am Leibe, sondern auch in der Seele tragen.« Ende Zitat. Das ist freilich und die natürliche und notwendige Folge der von den Jesuiten von jeher systematisch betriebenen Verflachung der Veräußerlichung des katholischen Glaubensbegriffs, der nun auch im Einheitskatechismus im Wesentlichen gleichgesetzt wird, mit dem Gehorsam gegen die katholische Hierarchie, wenn es heißt, Zitat, »Der Glaube ist eine übernatürliche, in unsere Seele eingegossene Tugend, durch welche wir, gestützt auf das Ansehen Gottes, glauben, dass alles wahr ist, was er geoffenbart hat und uns durch die Kirche zu glauben vorstellt. Die von Gott geoffenbarten Wahrheiten aber wissen wir durch die Heilige Kirche, nicht durch die Bibel, welche unfehlbar ist. Das heißt, durch den Papst, der seit 1870 auch unfehlbar ist, den Nachfolger des heiligen Petrus, der niemals war, und durch die Bischöfe, die Nachfolger der Apostel. Zitat Ende auf Seite 57 des Werkes von, wie habe ich es gerade eben gelesen, das Werk von, warte, ich muss noch mal eben nachschauen, wenn ich das hier schon mal so erwähne. Ja, der Warmund schreibt das hier ja in seiner Schrift, die 1908 in Lehmann Verlag in München erschienen war. Ne? Erst auf Seite 36 und dann auf Seite 57 das Zitat. Lesen wir den Absatz eben noch mal zu Ende und dann werde ich mich noch mal einen kleinen Kommentar begeben. Klingt das nicht wie eine genauere Auslegung der ebenso einfachen wie einleuchtenden Definition des Jesuiten Joseph Kleutgen in seiner Theologie der Vorzeit, Paragraph 4, Seite 207 oder Paragraph 207, Zitat, »Der Glaube ist ein Fürwahrhalten, zu dem uns fremdes Ansehen bestimmt«, Ende Zitat, nach Lederer, sehr ernste Enthüllungen, zum Einheitskatechismus, erschienen in Augsburg 1906 auf Seite 2. Ja, und das können wir vergleichen im ganzen Mix Katholizismus und Kultur, Wartburg 1908, Nummer 34, 35 und 36. Also ihr seht, es ist sehr gut dokumentiert, dieses Werk. Ja, es handelt hier im Augenblick von Syllabussen und von Schreiben der Päpste. Ob es jetzt Bullen sind oder einfache Breves, das lasse ich jetzt mal eben nebenbei stehen, oder Veröffentlichungen des Einheitskatechismus, der dann von der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche ausgegeben wird. Also all die Dinge, die hier behauptet werden, die müssen wir so akzeptieren, weil die römisch-katholische Kirche sie so schreibt. Und wir als bibelgläubige Christen wissen, wir müssen alles messen an der Bibel. Und wenn, genau wie Paulus das gesagt hat, glaubt nicht einem anderen Evangelium, das von jemand anderem kommt, als dem, was wir euch bringen, selbst wenn es durch einen Engel kommt. Wenn es etwas anderes ist, wenn es ein anderes Evangelium ist, als das, was wir euch gelehrt haben, dann seht euch vor, hütet euch, dann ist es falsch. Und genau das ist hier ganz deutlich. Wenn ich die Worte dieses Einheitskatechismus, wenn ich die Worte der Veröffentlichungen von Antichrist Leo dem 13. und Pius dem 10. an die Bibel messe, dann sehe ich, dass sie im Licht der Bibel keinen Bestand haben. Das heißt, dass sie die Unwahrheit sind. Ja?
Wir haben jetzt gerade eben in diesen letzten paar Sätzen gelesen, dass die römisch-katholische Kirche von einem jeden ihrer Mitglieder denselben Kadavergehorsam verlangt, wie die Jesuiten das von ihren Mitgliedern tun. Mit anderen Worten, und das ist ein Satz, den kommen wir später in diesem Buch, werden wir den noch antreffen. Wenn du in der römisch-katholischen Kirche bist, dann sind wir alle Jesuiten. Genau der Satz, den Hermann von Rompuy damals gesagt hat, wie ihr euch vielleicht erinnert, das erschien ja bei dem Redding oder wie der hieß. Ich kann es nochmal eben nachschauen. Das war ja eine Veröffentlichung, wo ich auch schon mal drüber gesprochen hatte. Ich schaue mir das mal kurz an. Ja, das heißt also Dirk Jan Epping, erschien am 10. Oktober 2012 der Artikel, in dem er als Überschrift eben gebraucht, wir sind alle Jesuiten. Ja? Es gibt viele Gründe, Hermann von Rompuy, den damaligen Präsident des Europäischen Rates, im Auge zu behalten. Denn Anfang September sprach von Rompuy mit dem interreligiösen Dialog in Florenz, also ökumenische Beziehungen. Die Weltpresse hat es nicht bemerkt, aber glücklicherweise tat es der Katholik Newsblatt aus Den Bosch, ja, das katholische neue Blatt aus Den Bosch in den Niederlanden, Roms letztes Sprachrohr in den Niederlanden. Die Zeitung zitierte Van Rompuy mit Stolz, Zitat, wir sind alle Jesuiten. Er bezog sich auf jene führenden europäischen Politiker, mit denen er die Architektur für das zukünftige Europa entwickelt. Das schafft unzertrennliche Bindungen. Also gibt es internationale Jesuiten. Ja? Das wollte ich nochmal eben kurz vorlesen, weil da musste ich eben dran denken. Weil wenn wir hier in Roms Ziele da bereits lesen, dass die römisch-katholische Kirche von einem jedem Mitglied ihrer Kirche diesen selben Kadavergehorsam verlangt, wie er bei den Jesuiten gelehrt wird, dann sind wir eben alle Jesuiten. Zumindest in den Augen der römisch-katholischen Kirche. Ja? Diesen Artikel von Dirk Jan Epping habe ich damals in Hinter den Diktatoren gelesen. Ich glaube, Viktor hat sich damals die Mühe gemacht, diesen Artikel zu übersetzen und wir hatten das damals da drin gelesen. Ich finde das also schon sehr, sehr wichtig, dass wir uns da einmal von bewusst sind, dass die römisch-katholische Kirche absolut keine keine Gegensprache duldet, ja, keine andere Meinung duldet als ihre eigene. Und das bringt uns dann doch im Grunde genau dahin zurück, wo wir vorhin angefangen haben in der Lesung, wie ihr euch erinnert. Wir lasen absolute, unumschränkte Herrschaft der römischen Kirche über die ganze Welt. Und zwar Weltherrschaft nicht nur im religiösen Sinne, sondern auch und vor allem im sozialen, kulturellen, ich habe dann auch den wirtschaftlichen und staatlich-politischer Hinsicht hinzugefügt. Ja, das ist das, worum es geht und die kann man nur haben, wenn es keinen Widerspruch gibt, die kann man nur haben, wenn alle Leute auf Linie sind, wie man so schön sagt, wenn alle Leute ohne irgendeine Frage zu stellen, ständig nur den Befehlen der römisch-katholischen Kirche hinterherlaufen, wenn man eben diesen Kadavergehorsam, wie man das so schön nennen kann, hier an den Tag legt. Und dann ist es nicht genug, dass das nur die Jesuiten tun, dann muss ein jeder das tun. Und wenn das vorher von den Jesuiten verlangt wird, ja, dann sind wir eben alle Jesuiten. Alle, und damit meine ich diejenigen, die innerhalb der römisch-katholischen Kirche diesen ultramontanen, absoluten Führungsanspruch des Papstes unterstützen und dafür auch alles tun, dass dieser durchgesetzt wird. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ja. Der Autor fährt fort und wir kommen dann auch langsam zum Abschluss der Lesung heute. Ich habe hier die Herrschaftsansprüche Roms auf religiösem Gebiet ausführlicher behandelt, als vielleicht manchen in diesem Zusammenhang notwendig erschienen sein wird. Ja, wenn wir das vergleichen mit was James Edgar Wiley in seinem ganzen Buch geschrieben hat über das Doppelgesicht des Papsttums, dann hat er das hier nur ganz leicht angerissen, aber natürlich ist es auch ein viel kleineres Werk. Aber wir haben bis jetzt halt nur
die Herrschaftsansprüche Roms auf religiösem Gebiet gesehen. Indes, fährt er fort, glaubte ich gerade dieser sonst weit weniger beachteten Seite zur Sache besondere Aufmerksamkeit zuwenden zu wollen, weil hier doch im letzten Grunde die Wurzeln für alle sonstigen Ansprüche Roms vornehmlich auf dem sozial-, kulturellen und staatlich-politischen und ich füge das wirtschaftliche Gebiet hinzu, zu finden sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das religiöse Gebiet, die geistige Einstellung derjenigen, die uns führen, der römisch-katholischen Kirche und der ganzen Herrscher dieser Welt, die der römisch-katholischen Kirche folgen, diese geistigen unterliegenden Gründe sind die, die erst zutage kommen, wenn man sie wirklich studiert. Wir werden hauptsächlich nur mit den ganzen fleischlichen Dingen konfrontiert, mit den ganzen weltlichen Dingen. Und ich glaube, es gibt kaum ein besseres Beispiel als diese Viruskrise, in der wir uns seit Anfang letzten Jahres inzwischen befinden, wo alles auf das Materielle reduziert wird und niemand mehr an das Geistige denkt. Wer denkt denn bitte schön an die geistigen, religiösen, spirituellen Ziele dieser weltlichen Durchsetzung dieser Virusagenda, die uns alle befallen hat? Wir sind so abgelenkt mit dem, was das in der Welt anstellt mit uns, dass wir auf die geistigen Konsequenzen noch nicht mal kommen oder darüber nachdenken. Und deswegen finde ich es eigentlich sehr wichtig, dass der Autor hier an erster Stelle noch einmal die ganzen religiösen Gebiete der Herrschaftsansprüche der römisch-katholischen Kirche einmal behandelt. Dass wir wissen, das ist der unterliegende, hinterliegende Grund. Vornehmlich sind die sonst eigentlich viel bekannteren sozial-kulturellen, staatlich-politischen und ökonomischen Gebiete, die sind im Vordergrund. Das ist das, was uns normalerweise beschäftigt. Mit dem Geistigen wird sich viel zu wenig beschäftigt. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den der Autor hier anholt. Also, wir müssen uns davon bewusst sein, dass in allem, was in dieser Welt passiert, alles einen religiösen, einen geistigen, einen spirituellen Hintergrund hat. Nur diesen Hintergrund erzählen sie uns nicht. Da muss man selbst drauf kommen. Und da kann man nur drauf kommen, wenn man das Wort Gottes hat, wenn man die Bibel liest und studiert und die Bibel versteht und verstanden hat, wer, warum, wieso, weshalb diese Welt regiert. Nur dann kann ich verstehen, dass alles einen religiösen Anstrich hat, der im Hintergrund steht. Vordergründig stehen die Führungsansprüche Roms auf sozial-kulturellem, staatlich-politischem und wirtschaftlichem Gebiet. Das ist ein Punkt, den der Autor hier sehr gut macht und wo ich auch nochmal drauf benachdrücken möchte. Wo wir bis jetzt drüber gesprochen haben, das war das religiöse Gebiet, das sich verbirgt hinter den anderen. Und das ist genau das, wofür Rom steht. Umgekehrt dann, weil Rom ist immer noch das heidnische, cäsarische, also empirische, von einem Kaiser geleitete Reich, das sich unter dem Mantel des Christentums verbirgt und dann seine geistigen Agenten oder seine geistige Agenda vorschiebt und die Politik dahinter verbirgt. Und hier ist es genau andersrum. Wir leben heutzutage in einer Welt, wo wir nur das Weltliche sehen und das Geistige wird uns verborgen. Ja, wird vor uns verborgen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Zu der Erkenntnis sollten wir kommen, wenn wir hier nochmal die zwei Sätze des ersten Absatzes auf Seite 5 von dem Autoren hier lesen. Ich habe hier die Herrschaftsansprüche Roms auf religiösem Gebiet ausführlicher behandelt, als vielleicht manchem in diesem Zusammenhang notwendig erscheinen wird. Viele werden sagen, ach, jetzt erzählst du über die ganze Religiosität, interessiert doch gar nicht. Komm doch endlich mal zum Punkt. Warum ist denn bitte schön das und das und das in der Politik, in der Wirtschaft, so und so, wie es ist? Ja, eben aufgrund dieser religiösen Gebiete, die dahinter stecken. Indes glaubte ich, fährt er fort, glaubte ich gerade hier dieser sonst meist weniger beachteten Seite der Sache besondere Aufmerksamkeit zuwenden zu wollen, weil hier doch im letzten Grunde die Wurzeln für alle sonstigen Ansprüche Roms
vornehmlich auf dem sozial-, kulturellen und staatlich-politischen plus meine zur Verfügung wirtschaftlichen Gebiet zu finden sind. Rom will herrschen. Unumschränkt herrschen. Wie über die Seele der Menschen, so auch über ihren Leib und alle natürlichen Verhältnisse, auch über Völker und Könige. Offenbarung 17, Vers 2. Die Könige der Welt haben Unzucht betrieben mit der Hure von Babylon und die Völker der Welt sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Ja, das, was in Offenbarung bereits geschrieben steht, das sagt der Autor hier, verwirklicht die römisch-katholische Kirche durch ihren Herrschaftsanspruch. Rom will herrschen, unumschränkt herrschen, wie über die Seele der Menschen, so auch über ihren Leib und alle natürlichen Verhältnisse. Auch über Völker und Könige. Es gibt schlechterdings nichts in der Welt, was die römische Kirche ohne weiteres als ihrem Machtbereich entnommen anerkennen würde. Da schließlich alles menschliche Handeln sich irgendwie in Beziehung zur Religion setzen lässt. So hat das Sanctum Officium in Rom bekanntlich auch geburtshilfliche Operationen der Mediziner in den Bereich seines Urteils gezogen, hat über die verschiedene Behandlung amputierter Gliedmaßen von Katholiken, Nichtkatholiken und Ungläubigen Anweisung gegeben und auch über den Gebrauch der Margarine an Fasttagen sich ausgelassen. Also mit anderen Worten, was der Autor hier sagt, Rom mischt sich in jedes Detail unseres weltlichen Lebens ein. Das ist genau der Punkt, den der Autor hier macht. Und das muss Rom machen, denn nur so kann es einen ultramontanen, absoluten Führungsanspruch in dieser Welt überhaupt rechtfertigen. Und das tut's. Und sie tut es mit der falschen Rechtfertigung, dass ihr diese Kraft, diese Autorität von Jesus Christus selbst aus der Bibel übergeben wurde. Und wir wissen aus vielen anderen Studien und Lesungen, dass das eben eine Lüge ist. Wir müssen uns, wie ich bereits Anfang dieses Videos schon mal sagte, entscheiden, ob wir den Lehren der Menschen oder den Lehren Gottes folgen. Ob wir dem Wort der Menschen oder dem Wort Gottes folgen. Und wenn wir dem Wort Gottes folgen, und zwar nicht des Gottes dieser Erde und nicht dem Papst und seiner Hierarchie der römisch-katholischen Kirche, dann wird uns die Kirche früher oder später vor die Wahl stellen. Konvertiere oder stirb. Die Wahl für mich ist leicht getroffen, weil ich weiß, dass wenn ich dem Menschen hier auf dieser Erde meinen Gehorsam unterstelle, dass dann der Gott im Himmel mich nicht aufnehmen wird in sein Reich für das ewige Leben. Dann habe ich vielleicht ein kurzes, vielleicht schönes Leben hier auf dieser Erde, aber mein ewiges Leben habe ich verwirkt, durch den falschen Gehorsam zu schenken. Das sollte ich aufpassen und solltet ihr aufpassen, dass wir das nicht tun. Dafür müssen wir unseren Gott gut kennen, der sich uns offenbart in seinem Buch, der Bibel. Deswegen bleibt mir zum Abschluss nur noch zu sagen, dass wir alle, so oft wie es nur geht, unsere Bibel lesen sollen. Denn je fester wir in der Bibel stehen, desto mehr erkennen wir doch die ganzen Lügen auf dieser Welt. Je besser ich weiß, was in der Bibel steht, desto eher erkenne ich doch, dass dies und dies und dies hier in dieser Welt passiert, doch alles nur eine Lüge ist und nicht die Wahrheit ist, wie es mir oftmals hier in dieser Welt verkauft wird. Ja? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich muss, um die Fälschung zu erkennen, eben auch die Wahrheit kennen. Sonst kenne ich nur die Fälschung und wenn ich nur die Fälschung kenne, dann gehe ich ins Verderben. Dann gehe ich auf, wie es so schön heißt im Englischen, the yellow brick road, auf der weit gepflasterten goldenen Straße, in die Verdammnis, anstatt auf dem engen, schmalen und stolprigen Pfad, der zu Jesus Christus führt, in das ewige Leben. Und Rom will uns alle auf dieser goldenen Straße blenden und uns in diese Verdammnis führen. Und das kann man nur, wenn man Rom gehorcht. Und Rom setzt alles dran, im Weltlichen und im Religiösen, dass wir ihr gehorchen und nicht dem Gott der Bibel. Je unbekannter es die römisch-katholische Kirche schafft, den Gott der Bibel uns zu machen, desto größer ihr Erfolg. Desto mehr Menschen folgen ihr, desto mehr Menschen folgen ihrem System, desto mehr Menschen folgen auf dieser breiten, goldenen Straße in die Verdammnis. Wir wollen das nicht.
Deswegen lesen wir, besprechen wir solche Werke hauptsächlich und vor allen Dingen, und das nochmal zum Abschluss ganz deutlich, mit unseren katholischen, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Brüdern und Schwestern, ja, Brüdern und Schwestern im Fleische, weil wir sind alle von einem Blut abkommen, das heißt, wir sind alle irgendwie verwandt miteinander, sind alle meine Brüder und Schwestern, aber ich möchte sie eben auch geistige Brüder und Schwestern machen. Ich möchte dafür sorgen, dass das geistige Israel wächst. Und das kann ich nur, wenn ich eben dafür sorge, dass ich, wie Jesus Christus gesagt hat, bringt das Evangelium in die ganze Welt oder verkündet das Evangelium in der ganzen Welt. Das kann ich dann tun, wenn ich den Leuten die Wahrheit aufzeige, gerade eben den Katholiken, die oftmals so betrogen sind, die diese Katechismen lesen und die gar nicht verstehen, was da im Grunde drin steht, weil sie nur die Seite dieser Katechismen kennen, weil sie nur die Seite der Lehren der römischen Hierarchie kennen, weil sie nur die Seite der Lehren des Papstes kennen und nicht die Bibel. Wir halten das gegeneinander und das, was im Licht der Bibel Bestand hat, das ist gut und was im Licht der Bibel keinen Bestand hat, das verwerfen wir. Dafür mache ich diese Lesungen, um dafür zu sorgen, dass so viel möglich Katholiken endlich mal die Bibel in die Hand nehmen und vergleichen und dann selber zu dem Schluss oder zu dem Entschluss, zu dem Beschluss kommen, ich bin einer Lüge aufgesessen. Dann müssen sie die Wahl treffen. Bleibe ich der Lüge folgen, weil es bequem ist, oder folge ich der Wahrheit, das vielleicht unbequemer ist? Weil gegen den Strom zu schwimmen, ist anstrengender als mit dem Strom zu schwimmen. Und die Frage ist, will ich leben oder will ich tot sein? Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Gegen den Strom, das sind die lebenden Fische. Möchtest du leben oder möchtest du untergehen? Die Frage musst du dir stellen und dann musst du sie beantworten mit deinem eigenen Studium der Bibel, deinem eigenen Studium, was in dieser Welt vor sich geht, und zu erkennen, dass die römisch-katholische Kirche aufgrund ihres autoritären Machtsanspruchs von Anfang an nur zu dir gelogen hat. Die römisch-katholische Kirche A selber und B durch den Staat, in dem du wohnst. Du als Deutscher, der du das hörst in Deutschland, ich als inzwischen ja Belgier, der ich hier jetzt in Belgien lebe, oder Italiener oder Engländer oder Amerikaner, wir sind alle von unseren Regierungen betrogen, weil sie einem falschen Gott hinterherlaufen, nämlich dem Götzen in Rom, anstatt dem Gott Elohim im Himmel. Wer das erkennt, der hat die Möglichkeit, eine Wahl zu treffen. Die Wahl sollte sein: Folge Elohim, folge Jesus Christus, lies deine Bibel. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war, die Welt glauben zu lassen, es gäbe ihn gar nicht.